Bienvenue à Kapel op den Bos. Nous sommes à 35 km de Bruxelles, où vous trouvez les deux usines d'amiante ciment les plus importantes au monde. Eric Jonker is guiding us through what for him is a forgotten war zone. Once his home village, it's where the production of vast quantities of asbestos, until its Europe-wide ban 10 years ago, is alleged to have caused, and to continue to cause, hundreds of deaths from lung cancer and another disease, mesothelioma. Voilà, ça c'est l'amiante. Vous voyez, on voit très bien les fibres, et quand on pense que les cris les plus alarmistes disent que inhaler une fibre comme ça peut vous être fatal. It's been a long fight, starting after his parents and two brothers died from asbestos-related disease. Il faut que le pollueur devienne le payeur, puisque il est maintenant les cours de justice ont prouvé qu'ils savaient et qu'ils n'ont pas pris les mesures. Now MEPs are pushing for more legislation over and above the asbestos eradication steps taken in the last two decades. Next month they will vote on measures to identify and clean asbestos hotspots, train workers in the remaining dangers and address outstanding compensation issues. Es gilt hier nicht Panik zu machen, die Leute nicht in Aufregung zu bringen, aber die Leute sollen wissen, in dieser Schule oder in diesem öffentlichen Gebäude oder in diesem Schwimmbad kann Asbest, ist Asbest, und wenn dann Arbeiten getätigt werden, dann muss die Versorgung dann stattfinden. They also want to stop the export of the problem by European companies, which continue to manufacture asbestos-containing products abroad. Das finde ich auch unmöglich, dass wir die Umweltlasten, die wir vielleicht in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern vermeiden wollen mit der Produktion von Asbest, dass wir die in andere Länder verlagern, wo noch nicht mal die entsprechenden Schutzvorschriften für die Menschen, die damit arbeiten oder für den Abfall dann auch überhaupt vorhanden sind. This is a legislative initiative by MEPs themselves and so won't yet have legal force, but Eric Jonker is hoping it'll help increase awareness and ultimately his campaign.